Hello, world outside. This is Phipps speaking, and you are watching Shade TV. And now, the news. Scott from Scottish Animals, he won the Best Song Award 2020. And now, let's have a little ear into it. Also, Evil Build a My Song, ziemlich cool. Also, bei uns nach mir gang. Also, natürlich geht's dann noch weiter, aber wir können jetzt halt leider nicht alles zeigen. Und dann haben wir noch andere Nachrichten, nämlich, also wir in unserer Herde, wir haben jetzt zwei neue, wie sagt man, Mitglieder. Also, sind ja nur Babys. Also, wie nennt es geschwind? Schreibt mir den Namen nicht ein. Ah ja, Mimi heißt die, schwarz-weiße. Und das da, die braune, das ist Berli. Seine alle zwei sind Weiberl, eh mir klar. Puppe, hast du eigentlich, sag mal, eh schon bemerkt, dass da hinter dir noch wer ist, der Kleine? Ja, sicher, habe ich es schon bemerkt. Die frisst eh noch nicht viel. Pass auf, sie kommt schon schon langsam. Also, ich finde ja, dass die noch voll, sag mal, schüchtern ist. Und sie rennt so schnell wie ein kleines Matchbox-Auto. Wie ein Blitz ist die. Du, und wie heißt die eigentlich? Also, ich hab gehört, Mimi. Und sie ist vor einem Bauern. Kim, Papa, brauchst du ja eh nicht fürchten. Mimi, mir dann eh nix. Nimm den. Papa, gut, die ist noch gescheit klein. Ja, da hast recht. Also, ich finde ja, sie schaut mir ein bisschen ähnlich. Phipps, was sagst du, hä? Ja, sagen wir, rein farblich schon. Aber trotzdem, du schaust trotzdem, sagen wir, mehr aus wie ein Panda-Bär. Oder wie man das sagt. Und sie nicht so. Boah, sag nur einmal, ich schau aus wie ein Panda-Bär, dann kracht's aber mal. Wieso? Das sagen alle, dass du so ausschaust. Ihr seid mir die richtigen, Freund. Da hinterm Rücken schlecht reden. Wieso? Das ist ja nicht schlecht. Gut, Puppe, der Panda-Bär ist nicht schlecht. Geh, jetzt hört's doch einmal auf mit der blöden Streiterei da. Was soll sich denn die Kleine denken? Hm? Ihr müsst euch jetzt schon ein bisschen mehr zusammenreißen, okay? Immerhin haben wir ja jetzt eine Erziehungsverantwortung, oder wie man heute sagt. Die macht uns alles nach, verstehst? Also, mir kann's ruhig alles nachmachen, da hast du ja überhaupt kein Problem jetzt. Oder, wie meinst du das jetzt? Was denn? Ich meine halt mit Schimpfwörtern und so, dass man halt da ein wenig aufpasst. Musik.
Na, glaub eigentlich, ist ja ganz schön zu, gell? Für die Größe. Geheimes Vorratslager haben wir da. Das geht natürlich nicht mit mir, gell? Sie wird schon noch lernen, unsere Regeln. Am Anfang ist halt natürlich noch nicht so leicht. Du, Leo, ich hätte mal eine Frage. Wieso eigentlich beilen wir uns immer an, wenn wir an Menschen Kontakt gehabt haben? Ja, ist eine gute Frage, Puppe, gell? Leo, hinter dir, Mimi kommt. Lass es halt da rein, was der, dass er dazu kann. Die quetscht sich rein, brauchst du keine Sorgen machen. Frage, kennt ihr eigentlich das Spiel, wer zuerst blinzelt? Damals, geht schon los. Wer zuerst blinzelt? Also ich sag's gleich, ich bin ziemlich gut in dem Spiel, wie man sieht. Okay, du hast gewonnen. Ich hab blinzelt. Kurz halt. Thank you.
Gib mir jetzt nicht aus dem Kopf die Frage. Warum beilen wir uns eigentlich an, wenn uns Menschen angegriffen haben? Muss ich direkt einmal recherchieren.